Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute hier mitten aus der Natur. Hätte der Benjamin Klausner gesagt. Ich muss ein bisschen mich jucken heute. Ich bin jetzt hier schon innerhalb von fünf Minuten von fünf Zecken befallen worden. Bremen-Gefahr für euch. So, erstmal wünsche ich euch einen schönen Freitag und im Voraus schon mal ein schönes Wochenende. Wir sind hier heute zusammengetreten, weil das ist ein Gear-Messer-Reviewer-Talk. Im Prinzip fast schon Teil 2 über gesponserte Reviews, Ehrlichkeiten der Szene und so weiter und so fort. Ich verlinke mal, falls ich das Video finde, das ist ja schon mal ein paar Jährchen alt, das mal dazu. Wer es kennt, der weiß, was ich da gesagt habe. Wer es nicht kennt, gucken, wenn ihr wollt. Es geht jetzt heute, also ich sehe das jetzt nach ein paar Jahren so ein bisschen ambivalent. Ja? Gerade jetzt, wo ich zwei Messer in der, das werde ich heute reviewen. Das kommt aber heute nicht, das kommt vielleicht am Sonntag. Ein Jeff F. Knives Messer, ja, und ein Osabo Le Basque oder ein Yatagan Le Basque. Davon gibt es ein First Impressions von dem anderen Kameraden, ein komplettes Review. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich dieses Video jetzt mal vorschiebe. Es geht um Folgendes. Also vor ein paar Jahren habe ich ein Video gemacht und mich darüber so ein bisschen ausgelassen. Nee, ich bin frisch geduscht, ja, aber die Biester fallen einen heute so an. Das ist Wahnsinn, wir haben auch 32 Grad hier im Wald. Hier, jetzt. Also ich hatte in dem Video damals ein bisschen bemängelt, dass in gesponserten Videos die Messer nicht so hart beurteilt werden oder nicht der Wahrheit oder nicht ganz wahrheitsgemäß. Ich habe das damals wahrscheinlich ein bisschen zu ernst genommen. Deshalb muss ich dann einen zweiten Teil nachschieben, weil ich das jetzt nach Jahren etwas ambivalenter sehe. Bei dem First Impressions, ihr seht es hier, ist das. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir das irgendwie auf dem Arm tätowieren lasse, aber ich muss auch das Video spiegeln, damit das richtig ist, weil das hier ist jetzt mein rechter Arm, wenn man das, ja, so sieht, dann, also wann immer ihr hier das Wig-Visier seht und das ist dann von eurer Seite auf der linken, Echi Babechi, das ist der rechte Arm. Kommen wir zu dem Punkt Perfektion, die ich verlange. Oder früher habe ich gesagt, ich finde es scheiße, wenn man bei gesponserten Messern nicht mehr so kritisch ist. Ich bin da heute auch noch der Meinung, dass man es sein sollte. Sehe das aber so ein bisschen ambivalent, dass man halt ein bisschen mehr drauf eingehen kann, wo das Problem ist, wenn etwas nicht hundertprozentig perfekt ist. Ich zeige es nochmal. Hier dieses, dieser Button, dieses Knöpfchen, der ein bisschen zu tief versenkt ist in diesem Yatagan Le Basque. Reden wir mal davon. Ich habe es bei Brandners Homestyle gekauft, nicht geschenkt gekriegt oder sowas. Sie haben mir ein schönes Küchenmesser beigepackt von Osabo. Das ist auch nicht perfekt. Darauf kommt es, glaube ich, auch gar nicht wirklich mehr so an. Ja? Ich sag mal, wenn ich so ein Messer habe, das kostet, glaube ich, 60 Euro. Irgendwie so roundabout 60 Euro. Ich überlege, Stahl beschaffen. Das Prägen, allein das Prägen kostet Zeit, das ist ein Arbeitsschritt. Dann wird hier eine Phase angebracht, das ist ein Arbeitsschritt. Dann wird hier, klar, das wird natürlich CNC ausgefräst und dann wird das Knöpfchen da eingesetzt und, weiß ich nicht, verklebt oder was auch immer. Dafür zahle ich dann Made in Europe 60 Mücken. Ja? 60 Mücken. Der eine sagt, boah, bei 60 Mücken, da möchte ich aber einen 100% perfekten Klingenstand haben. Hat dieses Messer nicht so hundertprozentig, aber wisst ihr was, das Ding ist ja genietet. Ich sage das aber morgen nochmal in dem First Impressions. Ja? Beim genieteten Messer,
Ich habe die Kamera, das so auch, kann ich immer noch ein bisschen beidrücken und dann ist das zentriert. Ja, ich kann das drücken hin und her, weil dadurch, dass hier Metall auf Metall ist, das ist genietet, hast du die Möglichkeit, dir dein Messer immer wieder perfekt einzustellen. Also bitteschön, wenn man sowas sieht in einem Video und dann sagt jemand, oh, made in Germany, made in Europe, made in France, made in weiß der Kuckuck wo, und der Klingenstand ist nicht hundertprozentig, weißt du was, dann kauft ihr keins. Ja. Bei solchen Arbeitswerkzeugen und zum Beispiel bei Brandners, die sagen, diese Messer möchten sich nicht mit Hightech-Messern messen. Ja. Und ich sag mal, und ich gucke aber hier drauf, dass es auch nicht hundertprozentig symmetrisch ist. Symmetrie. Symmetrie ist, wenn du das mit der Hand so hinkriegst, dass es wirklich hundertprozentig symmetrisch ist, dann ist das, kostet das Zeit. Und Zeit ist Geld. Time is cash, time is money. Schöner alter Song von Wolfgang Niedecken. Wer es noch kennt. Auch hier der Griff, der ist, ne? Aber ich werde das in den First Impressions morgen, da werde ich genauer drauf eingehen. Es geht einfach darum, dass mittlerweile die Menschen so weit sind, vor allen Dingen Reviewer, sagen wir mal, so kleine Handwerksbetriebe kaputt zu reden und sagen, das ist nicht 100%. Haben die auch nie gesagt. Ihr kriegt ja so ein Taschenwerkzeug, ne? So ein Arbeitswerkzeug für sich schmücken. Kauft ihr euch bei einer Firma, ich glaube aus Wuppertal kommen die oder so, Gedore, ein Schraubenschlüssel, ja? Oder genau, ein Schraubenschlüssel, der zum Teil gegossen ist, ja? Und da ist zum Beispiel etwas nicht noch ein bisschen beigeschliffen, ja? Und dann gibt es Leute, die gucken hier rein und sehen, dass in der Innenseite der Feder, dass das ja nicht hochglanz poliert ist, seht ihr das? So ein bisschen noch die Schmiedehaut drauf. Da sage ich Folgendes dazu. Ich kenne Menschen, das steht das eine Ohr ab und das andere liegt komplett an. Das ist das eine Ohr ein bisschen größer, das andere ein bisschen kleiner oder wie auch immer. Die verlieren da ein paar Haare oder ein kreisrunder Haarausfall. Alles nicht perfekt, das ist die Natur. Ich kenne Menschen, die können sich mit dem rechten Auge in die linke Tasche schälen. Ja? Gerade auf der Arbeit habe ich jemanden, der, bei dem ist es so, so ein Pfundskerl. Und ich würde nie auf die Idee kommen, den ja, weniger zu mögen oder zu sagen, oh, der ist ja nicht perfekt, weil, naja, wenn im Spiel, ne, zack, drücke ich das einfach mal rüber. Ne, das ist einfach in der Natur der Sache eines solchen, gerade vom Stil des Aufbaus her, dass so ein Teil mal Spiel haben kann. Das ist einfach so. Und es gibt jemanden, der könnte sich eigentlich auf seinen, ja, auf den faulen, auf die faule Haut legen, weil der ist echt schwer behindert. Der Alex. Der wackelt so ein bisschen, der hat die Beine voll im Arsch und so. Und der weiß das auch. Der sagt aber, ich habe keinen Bock auf schwerbehindert zu machen. Wenn ich arbeiten kann, gehe ich mein Geld verdienen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich den auf der Arbeit sehe, ist das Erste, was der schreit, ist, wenn er mit Holzbein. Hey Alex, wenn du mich siehst, howdy. Und ich stehe noch oben auf meiner Bühne, hab die Ware auf der Hebebühne draufstehen und sage, Junge, was wackelst du denn so? Ja, das ist unser zotiger Humor. Ne? Was wackelst du denn so? Aber ich komme jetzt nochmal zurück. Also das ist so ein bisschen das mit der Perfektion. Früher hat mich das total angekotzt, dass wenn jemand so ein Werkzeug gezeigt hat, das Video war definitiv gesponsert in der Hinsicht vielleicht, dass man dem das zur Verfügung gestellt hat und hat gesagt, entweder schickst du es zurück oder du hast hier 10 Messer von der Firma und Review 1, kannst du dir eins behalten? Weiß ich nicht, ob das damals so war. Und hat es mich geärgert, wenn jemand Fehler oder Mängel, wobei Mängel, ist aber hier so ein, ist ja kein richtiger Halbstopp, wenn der da nicht gesagt hat, das hat aber ein bisschen Spiel, ey, bist du was? Scheiß drauf. Das ist ein Taschenmesser. Aufklappen,
schneiden, einpacken. Ja, leise Klinge lebt länger. Nicht dann, zum Beispiel jetzt dieser Tage habe ich es noch gesehen. Das ist schon ein relativ altes Video. Und der Kumpel, ich mag den wirklich, der hätte sich ein etwas teureres Lagiol gekauft von einer anderen Firma, nicht Osabo. Ja, das hat Spiel im Heft. Scheiß der Hund drauf. Packt es in ein Etui, steckt es euch in die Tasche und ihr merkt von dem Spiel gar nichts mehr. Ja. Dafür hat es hier kein Spiel. Alles klar, wenn es ausgeklappt ist. Okay, so. Für 60 Euro freue ich mir einen Ast, ja, dass ich ein Messer Made in Tier von der Firma Osabo bekommen habe. 100% handmade, unter Einsatz mit Maschinen. Aber da ist nicht so eine Krabbelkiste, wo ich das ganze Material reinschmeiße und das schiebe ich dann in eine Maschine rein und hinten kommt dann Messer raus. Das ist nicht Osabo oder Lysabo. Lysabo ist eine Firma, wo von vorne bis hinten Handarbeit unter Einsatz mit Maschinen gemacht wird. Ebenso bei Otter. Ja? Ich weiß aber, dass manche Firmen, die Franzosen sind da nicht so mega kritisch, ja. Ich weiß zum Beispiel, dass der Frank Rommel von Otter, der hätte dieses Messer als B-Ware rausgegeben, allein schon, weil er kleine Knöpfchen hier, da, ihr seht es, ein bisschen zu tief drin ist, aber hey, ja, seht ihr das? Der Griff ist gerundet, das Knöpfchen ist gerade, da ist einfach, es ist einfach so. Also der Kumpel, der dieses Video gedreht hat, der hat gesagt, Messer hat Spiel. Okay. Also genietet das Messer, hau doch einfach den Niet eins drauf und hat das Messer kein Spiel. Ja? Dann erwartet jemand einen Klingenaufschlag. Stopp. Ja? Zack. Macht man normalerweise nicht, aber das Messer schneidet immer noch. Ja, dann behandle dein Taschenmesser doch bitte sorgsam. Geh doch mit einer Hand. Mir ist dann allerdings auch aufgefallen, dass es mittlerweile YouTuber gibt, neue YouTuber. Nicht nur in der deutschen Szene, sondern auch in der internationalen Szene, die wirklich alles 100%ig beleuchten, das erwähnen und sich tierisch drüber aufregen, wenn so ein Messer nicht 100%ig perfekt ist. Und ich mache mir dann so meine Gedanken darüber, warum ist man so harsch in der Meinung? Harsch mit Arsch, harsch mit H. Heinrich Arsch. Warum ist man so harsch in der Meinung? Wenn du weißt, dass dieses Messer zum Beispiel, also jetzt nicht dieses, sondern waren auch andere Messer. Die, guck mal hier, zum Beispiel mein Böker, Mike Scallon Design, ja, das Excalibur. Warum erwarte ich von einem Messer von 50 Euro, das Ding kostet 50 Euro, warum erwarte ich davon Perfektion? Für 50 Euro kriegt ihr nicht mal euer Auto voll, ja, getankt. Mir fällt dann auch auf, dass diese neueren YouTuber natürlich sehr harsch in ihrer Kritik sind, um ein bisschen Rambazamba zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen, damit die Leute sagen, hey, der ist aber kritisch, ich glaube, den abonniere ich mal. Auch das verstehe ich. Ja? Dass man hingeht und redet etwas schlechter, als es tatsächlich ist. Entschuldigung, wenn ich mir so viel im Gesicht rumfummel, heute ist irgendwie ein juckiger Tag für mich. Ich nehme nicht alles aus diesem alten Video zurück. Natürlich verstehe ich jetzt mittlerweile eher, wenn man etwas nicht so hundertprozentig kritisch betrachtet. Ich kann natürlich hingehen und sagen, der Klingenstand bei dem Messer ist nicht hundertprozentig perfekt. Das liegt aber daran, weil. Nur dann muss ich mich mit der Materie beschäftigen. Dann muss ich die Arbeitsschritte des Messermachens verstehen. Und dass ich in der Zeit des Baus, von Anfang bis Ende, dass sich da was verändern kann. Wenn du zum Beispiel hingehst und machst
solche Griffe, die sind definitiv nicht stabilisiert. Dass die irgendwann mal schrumpfen, ja? Sagen wir mal, der hat das im Frühjahr gebaut. Das Messer kommt in den Kartönchen oder wird irgendwo auf Lager gelegt. Da guckt einer drüber, sagt, oh ja, Klingenstand ist okidoki. Gut. Ja? Und das erkläre ich jetzt mal, wieso und warum ich das so meine. Vielleicht war genau in diesem Moment der Klingenstand okidoki. Ja? Jetzt arbeitet das Holz. Es wird Sommer. So im Sommer wird das Messer dann vielleicht verkauft oder es kommt zum Zwischenhändler im Kartönchen. Ja? Da wird nochmal kurz rübergeguckt. Okay, okay, okay. Da rein. Jetzt packt er das aufs Lager und er weiß ganz genau, innerhalb der nächsten 2 Wochen geht das Messer raus. Okay. Der Zwischenhändler oder der, sag mal, Osabo verkauft zum Beispiel an Partners Homestyle oder auch an Passion France, ja, mit beiden deutschen Firmen bin ich befreundet. Bei Wolfgang Lantelme, also Passion France, war ich auch privat mal über ein Wochenende und so. Es war ein echt schönes Wochenende und wir haben auch über solche Sachen geredet, ja, dass solche Materialien auch im Nachhinein noch arbeiten. So, das Messer ist gebaut worden im Frühjahr. Kommt in ein Lager, das war zu 18 Grad. Ja. Dann kommt, wir haben jetzt Mitte Juni, kommt es auf den Weg zum Reseller, zum Wiederverkäufer nach Deutschland. 2 Wochen liegt das bei dem auf dem Lager. Weiß der Geier, wo das Lager ist. Ist es vielleicht unter dem Dach? Ist es in irgendeinem, wie auch immer. Wo nicht so wirklich auf die Temperatur geachtet wird. In dem Moment fängt dieses Holz an, nicht zu schwitzen, sondern das Wasser entzieht sich dem Holz. Es ist ja nicht stabilisiert. Und dann passiert das, was man zynischerweise auch sagen könnte, Recessed Scales, das heißt, die ziehen sich ein bisschen zusammen, wir haben Spaltmaß und plötzlich zwischen der Platine und dem Holz, wenn man ein Mühe von Millimeter hat sich das zusammengezogen und der Tuppes rief sich bei einem 60-Euro Messer auf, bei einem nicht stabilisierten Holz. Wie kann das Messer als pennen die jetzt bei der Qualitätskontrolle. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich damals nicht drüber nachgedacht. Ich habe aber auch nicht so wirklich Bezug gerade auf solche Themen genommen. Ich nehme jetzt Bezug auf diese Themen, weil mir gerade diese Videos von diesen Leuten ein bisschen auf den Senkel gehen. Wenn jemand sich für 60 Euro ein Messer kauft und merkt, dass zum Beispiel der Griff, also bei dem Messer ist es nicht. Ne? Das ist alles plan oder das ist supi. Bis auf das Knöpfchen ist mir dann alles Hupe. Ne? Auch so eine innen nicht hundertprozentig polierte Feder, wo man noch so ein bisschen Schmiedehaut sieht. Ich finde, das macht eher noch was aus. Ja? Das hat eine eigene, gibt dem Messer eine eigene Klasse und vielleicht auch eine gewisse Dynamik. Ja? Was einfach schön. Ich finde es wirklich. Ich werde beim Review, nicht beim First Impressions, darauf eingehen. Guck mal da rein. Das hat doch irgendwas, oder? Ja. Für die, die jetzt zugucken, die selber Videos drehen, ja, oder die Videos konsumieren, seid da mal ein bisschen kritischer mit der Kritik an dem, was da geäußert wird. Ja. Ich gehe jetzt auch mal auf den Punkt ein, warum so ein Messer zum Beispiel nicht hundertprozentig sein kann oder muss. Wir reden nochmal von 60 Euro. Wir reden von Materialwert. Ja? Wenn ich dann höre, oh Mann, ey, die haben nicht drauf geachtet, dass die dass die Griffbeschalung, dass es kein Pärchen ist. Ist es so gesehen auch nicht. Seht ihr hier? Das müsste ja dann im Spiegelbild genau das gleiche sein. Ist es aber nicht. Darauf kommt es nicht an. Was mache ich mit dem Messer? Ich schneide.
Wo sehe ich das? Gar nicht. Ich packe mein Messer in die Vitrine. So ein Messer will nicht in die Vitrine, das will in deine Hand, das will schneiden. Das Messer will leben. Ja? Und selbst wenn ich es in die Vitrine packe, sehe ich doch nur die eine Seite. Ja, aber ich sehe auch die andere Seite. Ja, mein Gott, nochmal, dann kaufst du nicht. Ja? Und sonst ist das Messer bis auf ein geringes Bandmaß. Ich gehe da morgen drauf ein. Ja, also morgen ist am Samstag und am Sonntag kommt das Jeff F. Das ist auch nicht hundertprozentig perfekt. Ja, der Jeff weiß das auch. Das wird er mir auch nicht krumm nehmen. So ein bisschen mein Anliegen jetzt ist zum einen halt das ein bisschen revidieren von dem, was ich damals sagte. Und euch ein bisschen darauf zu sensibilisieren, wenn ihr so ein Messer habt, selbst wenn es eins von Ono Brack ist, von Robert David, von Forge de la Jolle, da sitzen Menschen an den Maschinen, die machen das. Ne? Wie soll ich das jetzt sagen? Beschäftigt euch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Messer, des Messerbaus. Wenn ihr Glück habt und ihr habt den Platz, baut doch mal selber Messer. Ich schmeiß mal zwei Worte, mal gucken, ob da überhaupt jemand dieses Video so weit guckt, dass er das beantworten kann. Und dass er mal guckt, dass er das beantworten kann, was ich ihn jetzt frage oder was ich euch frage. Es gibt zwei Worte aus dem Messerbau, die werden nicht oft benutzt. Aber mal gucken, ob es jemand kennt. Schurhoddel. Was ist ein Schurhoddel? Ich weiß es. Hä? Aber gut, ich beschäftige mich ja schon seit frühester Kindheit mit Messern und Messerbau. Und was ist eine Rommelkammer? Das wusste selbst der Frank Rommel nicht. Ne? Aber gut, der Frank, man muss auch nicht alles wissen, aber das Wissen darum, und darum geht's. Warum so ein Messer nicht immer hundertprozentig, egal wenn es ein Mensch baut, ja? Nicht, wenn der nur CNC und Kunststoffe benutzt oder Messer oder Materialien benutzt, die nicht aus der Natur kommen, der wird so ein Problem niemals haben, wenn der das nur mit CNC-Maschinen macht. Das ist aber dann kein Handmade in Germany, das ist Semi-Handmade. Ja? Oder das hier ist, das ist 100% Handmade in France. Ja? Und diesem Messer erlaube ich ganz schlicht und ergreifend Fehler. Das ist der Charme an diesen Messern. Ja? Also wenn ihr euch zum Beispiel so ein Osabo kauft. Ich will da keine Lanze brechen für Osabo. Es geht um jede Messerfirma. Wenn ihr euch so ein Messer kauft, sei es von Osabo, sei es von Böker, die machen ja auch noch Messer mit der Hand. Ja? Oder ihr kauft Messer von, ach weiß der Kuckuck was. Da sind Naturmaterialien dabei, die sich mit der Zeit auch ein bisschen verändern, verziehen. Wenn natürlich eine Klinge verzogen ist, ne, das kann man immer noch machen. Das passiert zum Beispiel beim Härten, dass sich eine Klinge verzieht. Das könnte bei solchen Klingen besonders passieren, die zum Beispiel bei 1400 Grad gehärtet werden, dass wenn die nicht zwischen Alubacken drin sind, dann verziehen die sich schon mal. Ja. Wenn solche kleine Schönheitsfehler, bei Ed Mahoney nennen wir die Schmunzelfehler, wenn man sowas findet, behalt doch die Fehler für euch. Regt euch nicht so sehr drüber auf, wenn da irgendwas nicht mehr 100% passt, nehmt euch ein Stück Schleifpapier und macht es gerade. Hat die Klinge ein bisschen Spiel, nehmt euch einen Hammer und vielleicht ein kleines Körnungs, sowas zum Körnen, ankörnen und gebt dem einen kleinen Schlag drauf und das Messer ist wieder, wackelt nicht. Ja? Wenn da irgendwo was nicht richtig hundertprozentig dran perfekt ist, scheiß doch drauf. Ihr seid auch nicht perfekt. Ja? Das ist etwas, was ich heute euch mal mitgeben wollte. Ich habe da schon lange mit mir gehadert, mal so ein Video darüber zu machen, über Reviewer, die Kritiken, wie ernst sind die Kritiken zu nehmen und wie ernst auch nicht. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Filmchen gefallen. Ich weiß das meistens, also jetzt bin ich bei 26, 17, muss natürlich den Vorspann ein bisschen wegschneiden.
das von, sagen wir, 25 Minuten maximal 7 geguckt worden. Ist auch schade, ne? Aber ich kann ja nicht jedem abverlangen, dass er eine halbe Stunde seines Lebens an Arthur Brehm verschenkt. Vielleicht hat der eine oder andere komplett durchgeguckt. Und sieht mal so ein bisschen meinen Gedankengang darin um Perfektion, Kritik, angebracht, unangebracht. Und sieht auch mal die Reviewer-Szene ein bisschen ambivalent. Das ist ein schönes Wort. Ne? Okay, so, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag. Von dieser Stelle aus schon mal ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wie immer gilt, tschüss mal die Hut, schwenk die Hut, tschüss mal ab und schwenk die Kapp. Euer Waldmeister. Cool, ne? Texaco. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal nur Schnitt. Sag mal. Na, Kollege Klappstuhl, bist du wahnsinnig? Willst du mich hier anzupfen oder was? Na, so eine kleine Sau. Kriegszecke. Das ist jemand anders, Drecksack. Alles kreucht und fleucht. Ja. So, jetzt aber nochmal. Schnitt.